Ich kaufe, also bin ich. Aber warum konsumieren wir? Und wie konsumieren wir? Sind wir wirklich frei in unseren Entscheidungen? Und oft kommen wir mit viel mehr Produkten aus den Geschäften der Stadt wieder nach Hause, als wir eigentlich kaufen wollten. Und das hat einen simplen Grund. Was zufällig erscheint, ist in Wirklichkeit komplett durchgeplant. Das Credo der Konsumgesellschaft. Weil wir kaufen können, was wir wollen, sind wir frei und selbstbestimmt. Doch was wir uns wünschen, ist komplett von anderen geplant. Von Marketingprofis. Beispiel Schaufenster. Aus einer optimalen Entfernung von 7,30 Meter sollen potenzielle Kunden die Auslage besser wahrnehmen. Ist die Distanz größer oder kleiner, sinkt das Interesse. Im Supermarkt geht es weiter. Weil 90% aller Menschen automatisch nach rechts schauen, werden sie rechts herumgeleitet. Teure Markenprodukte auf Augenhöhe, für die günstigen muss der Kunde sich bücken. Waren als Stolperfallen platziert, bremsen die Kunden aus. So werden sie auf Lockangebote und Schnäppchen aufmerksam. Auch die sensorische Wahrnehmung und damit das Unterbewusstsein der Kunden ist längst im Fokus von Marketingstrategen. Kaum wahrnehmbar. Hintergrundmusik, angepasst an den menschlichen Ruhepuls. Ausgeklügelte Lichtkonzepte und das Air-Design, angenehme Düfte, die positive Assoziationen wecken. All das bringt Kunden nachweislich dazu, länger zu verweilen und so mehr zu kaufen. Konsumfallen, die Verbraucher dazu bringen, mehr Geld auszugeben, als sie eigentlich wollen, gibt es schon lange. Ja, im Endeffekt ist es für den Verbraucher gar nicht möglich, alle seine Entscheidungen komplett bis zum Ende zu durchdenken. Dafür sind die Entscheidungen viel zu komplex. Was sich im Kopf des Kunden im Supermarkt abspielt, weiß Bernd Weber ganz genau. Der Neuroökonom versucht, das Entscheidungsverhalten der Menschen nachzuvollziehen. Welche Prozesse im Gehirn des Konsumenten beeinflussen seine Entscheidungen? Also wir haben uns mit Kaufentscheidungen sehr viel beschäftigt in den letzten Jahren. Ja, natürlich können wir das nicht direkt im Supermarkt sehen, aber wir wissen relativ gut, was bei solchen Kaufentscheidungen passiert. Ja, und unser Gehirn scheint die ganze Zeit verschiedene Optionen zu scannen, ne, und relativ automatisiert dann solche Entscheidungen auch zu treffen. Das muss man sich auch schon allein von der Zeitkomponente mal vorstellen. Ja, wenn ich in den Supermarkt gehe und dann vor einem Regal stehe, und da stehen 20 verschiedene Buttermarken, diese bewusst miteinander zu vergleichen, ja, und das für 30, 40 Produkte, die ich vielleicht kaufe, dann wäre ich den ganzen Tag im Supermarkt. Ja, das heißt, man greift relativ automatisiert, häufig habituell oder nach Gewohnheit zu bestimmten Marken oder Produkten, die ich immer konsumiert habe, und weicht selten davon ab. Emotionen spielen beim Einkauf eine große Rolle, vielleicht sogar eine entscheidende. Ja, das ist etwas, was Unternehmen natürlich stark versuchen, ihre Produkte irgendwie aufzuladen mit Erwartungen, die dann quasi mit dem Produkt gekauft werden. Ja, das ist das, was Marketing zum Großteil tut. Ja, und man kauft dann nicht nur das Produkt selber, sondern man kauft die ganze Welt, die dieses Produkt vermitteln will. Und das macht eben die Markenprodukte auch teurer als die No-Name-Produkte, weil diese Markenprodukte eben genau dies mitvermitteln wollen. Der wichtige Punkt dabei, dass eben positive Botschaften zu einer stärkeren Motivation führen. Ja, und dass man eben schlechter argumentieren kann oder Personen motivieren kann mit negativen Botschaften oder der Verhinderung von negativen Botschaften. Ja, das ist ganz schön auch in verschiedenen Studien gezeigt worden, ja, dass positive Botschaften verstärkt dazu führen, dass auch Anzeigen oder auch Produkte konsumiert werden. Das heißt, man muss sich überlegen, wie kann man denn die Botschaften auch für Fairtrade-Handel oder für Bioprodukte positiv gestalten, was ja ohne Probleme möglich sein sollte. Werbekampagnen, Marketingstrategien, Psychotricks. Der gläserne Kunde wird beim Einkauf zu einem großen Teil fremdbestimmt. Aber er hat auch eine große Macht durch seine Wirtschaftskraft. Das heißt, der Konsument kann bestimmte Märkte fördern, zum Beispiel fair gehandelte Güter, Bioprodukte oder besonders umweltschonende Dinge, so wie hier auf der Fairgoods-Messe in Freiburg. Aber welche Auswirkungen hat ein Produkt genau auf die Umwelt? Im Lebensmittelmarkt ist es besonders schwer, die Orientierung zu behalten. Bei Produktion, Weiterverarbeitung, Transport, Verpackung und Verkauf kommt es auf die Details an. Umweltfreundlich einkaufen? Absolute Überforderung. Was bedeuten diese vielen Aufschriften?
Bisher gibt es keine einheitlichen Standards, um die Umweltauswirkungen von Nahrungsmitteln zu vergleichen. Welcher Einkauf welchen ökologischen Fußabdruck hinterlässt, kann weder der Verbraucher noch der Verkäufer oder der Produzent erkennen. Das muss sich dringend ändern, sagt der Agrarökologe Thomas Nemetschek von der Agroscope Schweiz. Die Umweltwirkungen für das gleiche Produkt können sehr unterschiedlich sein, je nach Herstellungsweise. Und um sie vergleichen zu können, brauche ich Umweltinformationen nach einheitlichen Standards, die mir erlauben, meinen Konsum umweltfreundlicher zu gestalten und dadurch die Umweltwirkungen senken kann. Um einen Anfang für einheitliche Standards zu setzen, hat er gemeinsam mit dem Umweltforscher Joseph Poor von der Uni Oxford in der bisher größten Studie ihrer Art die Umweltauswirkungen von Nahrungsmitteln weltweit berechnet. 40 Produkte in 119 Ländern wurden untersucht. Welche Auswirkungen haben Produktion, Weiterverarbeitung, Transport, Verpackung und Verkauf? Das Ergebnis ist auf den ersten Blick nicht neu. Tierische Produkte verursachen über die Hälfte der Klimagasemissionen der gesamten Nahrungsmittelproduktion. Trotzdem müssen wir nicht komplett auf Fleisch und Milch verzichten, sondern vor allem genau hinschauen. Insbesondere haben wir gesehen, dass ein kleiner Teil der Produzenten einen hohen Anteil an den Umweltwirkungen verursacht. Wenn wir gerade bei diesen Produzenten ansetzen können, können wir sehr viel bewirken. Die Wissenschaftler hat überrascht, wie enorm die Unterschiede eines Einkaufs sein können, der eigentlich gleich aussieht. Sogar das gleiche Produkt kann sich stark voneinander unterscheiden. So benötigt zum Beispiel das Kilo Rindfleisch aus Brasilien 14 Mal mehr Fläche als das aus Massentierhaltung aus Deutschland und verursacht rund 2,5 Mal so viel Klimagase. Aber wie die Produkte vergleichen? Die Wissenschaftler konzentrieren sich auf folgende 5 Aspekte: Klimagase, Flächenbedarf, Überdüngung, Wasserverbrauch und Versauerung von Ökosystemen. Schon dabei wird deutlich, dass kein Produkt einfach zu bewerten ist. Zum Beispiel benötigt eine Tomate aus dem Feldanbau in Spanien 6-mal mehr Fläche als eine aus einem niederländischen Gewächshaus. Gleichzeitig benötigt sie 3-mal mehr Wasser. Andererseits führt die Tomate aus den Niederlanden zu 6-mal mehr Treibhausgasen, weil dort die Gewächshäuser im Winter beheizt werden. Welche Tomate ist nun gut und welche schlecht? Das Beispiel der Tomate zeigt sehr gut, dass es oft Zielkonflikte gibt. Deshalb ist es wichtig, dass wir mit verschiedenen Indikatoren für die wichtigen Umweltbereiche arbeiten. Es geht nicht darum, diese gegeneinander auszuspielen, sondern dort, wo es Schwächen gibt, die Systeme zu verbessern. Gelingt es, die klimaschädlichsten Produkte von Extremen auf durchschnittliche Werte zu verbessern, wäre eine Reduktion der Umweltauswirkungen der gesamten Nahrungsmittelproduktion von gut 30% möglich. Was wir gesehen haben in unserer Studie ist, dass ein relativ kleiner Teil der Produzenten einen großen Anteil an den Umweltwirkungen hat. Und deshalb ist es wichtig, alle mit einzubeziehen und nicht die Verbesserungen bei denen zu machen, die sowieso schon gut sind. Zunächst sollen einheitliche Standards für Produktgruppen an Landwirte, Verarbeiter und Verkäufer gerichtet werden. Denn die können am einfachsten etwas ändern. Es ist notwendig, dass wir diese Information weltweit haben, um wirklich dort anzusetzen, wo die meisten Umweltwirkungen entstehen. Und dort können wir auch am meisten bewirken. Für Verbesserungen setzt Nemetschek nicht auf Verbote und Sanktionen, sondern auf Freiwilligkeit der Beteiligten. Das ist durchaus umstritten. Klar aber ist, nur einheitliche Standards können die Voraussetzungen schaffen, um Umweltschäden zu reduzieren. Was ist fair? Was ist nachhaltig? Auf der Fairgoods-Messe präsentieren sich viele kleine Unternehmen mit ihren Produkten. Eins davon, Fairafrique, mit Schokolade aus Ghana. Fairafrique vertreibt jetzt Schokolade aus Afrika. Was ist das Besondere an eurer Firma? Weil Schokolade aus Afrika gibt es ja eigentlich schon genug. Also an Fairafrique ist das Besondere, dass wir komplett von der Bohne zur Tafel in Ghana produzieren, im Kakaoanbauland. Das gibt es tatsächlich, man mag überrascht sein, aber das gibt es tatsächlich noch nicht so oft.
70% des weltweiten Kakaos kommt aus der Elfenbeinküste und aus Ghana, also aus Westafrika. Im Prinzip wird dort aber keine Schokolade für den europäischen Markt hergestellt in Serie. Die Idee ist eben vor Ort Arbeitsplätze zu schaffen, den Wertschöpfungsprozess im Land zu lassen, wo der Kakao auch wirklich wächst und eben nicht nur die Bohne zu nehmen, zu exportieren und dann in Europa oder in Deutschland zu verarbeiten. Schokoladenfan Hendrik Reimers reist 2013 durch Afrika und fasst den Plan, Schokolade made in Ghana herzustellen. Er beginnt, alles über Schokolade und Kakaoanbau zu lernen, sammelt per Crowdfunding Geld für seine Idee. 4 Monate später werden die ersten Tafeln produziert. Wie ist der ghanaische Markt? Ist es da so völlig anders natürlich als in Europa, nehme ich an? Welche Schwierigkeiten gibt es denn da bei der Arbeit, bei der Herstellung eurer Schokolade? Viele, viele verschiedene. Also es gibt, ich glaube, jeder Gründer kennt das, man macht ganz, ganz viele Hochs und Tiefs durch. Die hängen nicht unbedingt nur mit dem Markt in Ghana zusammen, sondern eben auch mit allen anderen möglichen Unwägbarkeiten. Unsere erste Produktion zum Beispiel war auf einem Containerschiff auf dem Weg nach Europa, das dann in Barcelona festhing, weil die entsprechende Reederei pleite gegangen ist und keiner wusste, was mit diesen Schokoladen passiert. Das war natürlich sehr, sehr aufregend und unsere ganzen Kickstarter-Supporterinnen und Supporter haben viel, viel länger auf ihre Schokoladen warten müssen als geplant. Das ist eine Geschichte, die wir natürlich irgendwie gerne erzählen, weil wir mittlerweile lachend darauf zurückschauen können. Auch sonst läuft die Produktion nicht immer reibungslos. Mal sind die Etiketten schief, mal wiegen einige Tafeln 90 statt der üblichen 100 Gramm. Dann muss einer nachsitzen und tagelang Schokoladentafeln wiegen. Die Kunden kaufen trotzdem, auch wenn eine Tafel 3 Euro kostet. Jetzt seid ihr ja Bio, ihr seid auch, wie der Name vermuten lässt, ja Fair Afrik. Ein Fairtrade-Siegel habt ihr aber nicht. Warum eigentlich nicht? Das ist eine Frage, die wir sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Fairtrade ist ja im Prinzip die Idee, dass der Kakaobauer mehr für den Rohstoff bekommt. Also sprich, durch ein Premium wird das zu geringe Einkommen ausgeglichen. Nun ist es aber gerade im Kakaobereich so, dass zum Beispiel in der Elfenbeinküste immer noch über 50% der Fairtrade-zertifizierten Haushalte, also sprich der Haushalte, die Fairtrade-zertifizierten Kakao anbauen, unter der absoluten Armutsgrenze leben. Und da fragt man sich natürlich, okay, das System ist vielleicht schön gedacht, aber bringt es auch wirklich im Endeffekt was? Und was sind die nackten Zahlen? Wir wollen natürlich einen fairen Preis für die Bäuerinnen und Bauern, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir zahlen das Dreifache der Fairtrade-Prämie, aber wir wollen auch darauf aufmerksam machen, wie wichtig eben das Thema Wertschöpfung vor Ort ist. Das Fairtrade-Siegel, so wie es aktuell ausgelegt ist, halte ich für sehr problematisch. Einfach weil die Prämien teilweise viel zu niedrig sind, um wirklich einen Unterschied zu machen für die Kakaobäuerinnen und Bauern. Und zum anderen ist in den letzten 30 Jahren das Thema Wertschöpfung vor Ort von Fairtrade nie fokussiert worden, da wurde nie drüber gesprochen und das ist einfach ein ungemeines Thema und das ist eben was, wo Fairtrade die ganze Diskussion versäumt hat, einfach weil der Fokus schlicht auf dem Rohstoff ist und das ist aus unserer Sicht der komplett falsche Ansatz. Tee oder Kaffee, faire Produkte boomen. Längst gibt es sogar Nusscreme oder Wein mit Fairtrade-Siegeln. Die Kunden geben dafür deutlich mehr aus. Sie wollen vor allem eines: helfen. Faire Preise und langfristige Verträge für die Kleinbauern, das ist das Versprechen von Fairtrade. Ziel ist es, die Lebenssituation der Bauern und ihrer Familien zu verbessern. Hier beim Handelssiegel Fairtrade zählt man bereits 4000 Produkte, die das begehrte Logo tragen dürfen. Es ist eines von gut 2 Dutzend verschiedenen Siegeln, die faire Handelsbedingungen sichern sollen. Dieser Kaffee kommt aus Honduras und Peru und die Bauern vor Ort haben sich in Kooperativen zusammengeschlossen, um gemeinsam den Kaffee zu vermarkten und dann auch genügend Geld zu erwirtschaften, um in die Zukunft planen zu können. 100% Fairtrade-Anteil bei Kaffee oder Bananen kein Problem. Aber bei Schokolade und anderen Mischprodukten ist es oft viel weniger, manchmal nur 20%. Da fühlen sich manche vom Siegel verschaukelt. Fakt ist, die einzelnen Siegel legen die Messlatte unterschiedlich hoch beim Mindestanteil fair gehandelter Ware. Bei Gepa und El Puente müssen 50% des Produkts aus fairem Handel stammen. Fairtrade dagegen verlangt nur 20%. Warum eigentlich? Es
geht dann um den Zucker oder es geht um den Kakao. Und das wollten wir da mit hineinbringen. Aber da hatten wir nicht die Möglichkeit, über 50% zu bekommen. Und die erste Wahl bei Verbrauchern ist, es muss schmecken. Und deswegen müssen wir uns alle Zutaten anschauen und die Unternehmen dazu zu bekommen, dass sie jede Zutat, die es gibt, auch wirklich da hineinarbeiten. Bei einem Milcheis etwa macht es keinen Sinn, die Milch aus Afrika einzufliegen. Trotzdem bietet das Siegel Anreize, wenigstens den Schokoladenanteil aus fairem Handel zu beziehen. Es soll ja den Bauern helfen. Und deshalb können auch Verbraucherschützer damit leben, wenn Mischprodukte nur einen niedrigen Fairtrade-Anteil haben. Das macht auch unter Umständen Sinn, weil so an dem Fairtrade-System viel mehr Produzenten teilnehmen können. Aber der Verbraucher muss auch den Anteil an Fairtrade-Zutaten sofort erkennen können. Also beispielsweise, er muss ja gekennzeichnet werden, das ist aber auf der Rückseite in kleiner Schrift. Und deshalb sagen wir, der Fairtrade-Anteil gehört auf die Vorderseite einer Verpackung, damit der Verbraucher das schnell erkennen kann. Und es gibt noch ein Problem bei Massenware wie Zucker aus Zuckerrohr. Oft wird Ware aus Plantagen mit Fairtrade-Zertifikat in den gleichen Raffinerien zu Zucker verarbeitet wie Zuckerrohr aus Betrieben mit üblen Arbeitsbedingungen. Nach der Verarbeitung ist das nicht mehr auseinanderzuhalten. Dann kommt der sogenannte Mengenausgleich ins Spiel. Zuckerrohr aus kritischen Betrieben landet hier neben den fair produzierten Rohstoffen. In der Fabrik wird beides gemeinsam verarbeitet. Nur in einem Bruchteil der fertigen Zuckerpakete ist am Ende wirklich fair gehandelte Ware. Trotzdem trägt ein Teil später das begehrte Siegel. Unser Gedanke dahinter ist, dass wir die Kleinbauern und Arbeiter in der sogenannten dritten Welt unterstützen möchten und das über einen fairen und gerechten Handel. Wenn wir die Regeln so setzen, dass diese nicht mehr am Markt teilnehmen können, dann haben wir unser Ziel verfehlt. Bei dem Mengenausgleich sagen wir ja, wenn es nötig ist, um Kleinproduzenten am Fairtrade-System teilhaben zu lassen, ist ein Mengenausgleich vielleicht gerechtfertigt, aber immer nur zeitlich begrenzt. Es kann überhaupt nicht sein, dass das die Regel wird, dass also Fairtrade-Produkte angeboten werden, wo überhaupt kein Fairtrade-Zutat drin ist. Fazit: Mit allzu laschen Regeln verlieren die Gütesiegel an Glaubwürdigkeit. Mit allzu strengen Standards aber würden allein beim Zuckerrohr über 60.000 Bauern den Schutz des Fairtrade-Siegels verlieren. Die Vergabe der begehrten Logos bleibt also eine Gratwanderung. Egal ob Fairtrade oder konventionelle Produkte, wir kaufen oft zu viel. So viel, dass wir unmöglich alles verbrauchen können. Besonders bei Lebensmitteln wird verschwendet, landet manches im Müll, obwohl es noch essbar wäre. Insgesamt werden jährlich in Deutschland rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Die Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung des Bundeslandwirtschaftsministeriums soll dies ändern. Unter dem Slogan Verwenden statt Verschwenden setzt die Ministerin vor allem auf Aufklärung und mehr Informationen direkt beim Verbraucher. Natürlich dort, wo er auch einkaufen geht. Das heißt im Lebensmittelhandel, mit dem wir auch eine Kooperation eingehen, dass auf den Produkten etwas draufgedruckt ist, dass es Flyer gibt zur Information. Die Handlungsfelder der Strategie: erstens der politische Rahmen, also die Bildung verschiedener Gremien für die Zusammenarbeit. Zweitens Prozessoptimierung in der Wirtschaft, das heißt die Verbesserung bestehender Unternehmensstrategien. Drittens die Verhaltensänderung bei allen Akteuren und viertens Potenziale bei Forschung und Digitalisierung besser nutzen. So sollen zum Beispiel intelligente Verpackungen entwickelt werden. Bei diesen Verpackungen, da geben wir mehrere Millionen Euro rein, kann man erkennen, zum Beispiel am Farbverlauf, wie lange ein Nahrungsmittel noch genießbar ist. Langfristig soll die Lebensmittelverschwendung bis 2030 halbiert werden. Dafür braucht es ein Umdenken bei Händlern und Kunden. Auf der einen Seite wollen unsere Kunden natürlich, wenn sie nach Feierabend einkaufen gehen, ein entsprechendes Angebot vorfinden. Auf der anderen Seite, Brot und Backwaren sind ultrafrische Produkte, die man am nächsten Tag nicht mehr frisch verkaufen kann. Und da ist das große Problem, dass wir hier einen Bewusstseinswandel auch bei den Kunden mit erarbeiten wollen. Die Lebensmittelverschwendung reduzieren, eine Aufgabe für Politik, Handel und Verbraucher. Verschwendung vom Acker bis zum Teller. Dagegen will Daniel Antes vorgehen. Blogger, Autor, Aktivist gegen die Verschwendung. Er will aufklären über die negativen Folgen von jedem weggeworfenen Lebensmittel. Ministerin Julia Klöckner hat ja jetzt eine nationale Strategie gegen die Lebensmittelverschwendung auf den Plan gerufen. Wie zufrieden sind Sie mit der Arbeit der Ministerin?
Also prinzipiell bin ich natürlich zufrieden, dass sich jetzt was tut, weil wir haben jahrelang darüber quasi in den Hinterzimmern diskutiert, ob wir denn mal was machen, wann die Strategie dann potenziell kommen kann. Jetzt ist eine da, das ist erstmal gut. Am Ende des Tages muss ich natürlich aber sagen, dass sie mir zu wenig ambitioniert ist. Frau Glöckner könnte viel mehr machen. Wir haben mittlerweile schon auf internationaler Ebene andere Staaten, die viel weiter gehen. Es ist ein Stück weit verhalten. Für mich hat es eher das Gefühl, dass sie sich einfach nicht mit allen verscherzen will. Sie könnte mehr machen, aber ist natürlich dann irgendwo in einer großen Industriegemengelage auch drin. Und ich glaube, da will sie einfach nur diplomatisch rauskommen ein Stück weit. Am Ende steht aber immer der Verbraucher. Der Verbraucher steht auch häufig in der Kritik. Zum Beispiel, weil er das Mindesthaltbarkeitsdatum falsch versteht. Ist das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich so das zentrale Problem bei der Lebensmittelverschwendung? Und wenn ja, was kann man da machen? Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein Teil des Problems. Es ist ein Stück weit sehr verwunderlich, wie weit wir uns da entfernt haben, auch quasi was Bildung anbelangt. Denn wir gehen davon aus, dass in Deutschland jeder Achte denkt, es ist sogar strafbar, Sachen, die abgelaufen sind, zu konsumieren. Das heißt, es ist viel Unwissen da, das dazu führt, dass wir Sachen wegschmeißen. Deswegen erinnern wir jetzt mit Kampagnen die Leute an ihre Sinne, dass sie wieder riechen, schmecken, dass sie sich wieder mehr mit Lebensmitteln auseinandersetzen. Das ist wichtig, aber das kann nicht der einzige Baustein sein. Wir müssen auch viel mehr machen, die über das MHD hinausgehen. Es gibt die Idee, dass man auch durch intelligente Verpackungen Lebensmittelverschwendung vermeiden könnte. Das heißt also, eine Verpackung kann mir durch zum Beispiel eine Farbskala sagen, in welchem Reifeprozess befindet sich das Obst gerade, was ich gekauft habe, wie kurz davor ist es schlecht zu werden. Ist das eine gute Idee? Ich muss sagen, ich finde es gut, wenn man es Menschen einfach macht, Dinge beispielsweise zu kaufen, zu konsumieren oder wie auch immer. Aber das ist ein Stück weit, finde ich, eine künstliche Prothese im Alltag, die uns noch mehr von Lebensmitteln entfernen wird. Denn dann ist es überhaupt nicht mehr notwendig, dass ich mich irgendwie mit dem Joghurt oder mit der Milch auseinandersetze, ob sie noch gut ist. Für mich bleibt da viel Genuss auf der Strecke, für mich bleibt da auch viel Emotionalität auf der Strecke. Ich finde, das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich nicht brauchen. Wir brauchen eher im besten Fall analoge Modelle, die uns wieder näher an unsere Lebensmittel ranbringen. Und eine intelligente Verpackung würde ich da doch gerne vermeiden wollen. Manche Lebensmittel werden weggeschmissen, bevor sie überhaupt ausgepackt wurden. Und die Verpackung ist das zweite große Problem bei Lebensmitteln. Nun will man weg von der eingeschweißten Gurke, den Tomaten unter Plastikfolie und dem Wasser in Einwegflaschen. Umweltministerin Svenja Schulze will eine Trendwende erreichen beim Thema Kunststoff. Dabei setzt sie wie ihre Kollegin Klöckner auf Freiwilligkeit. Es liegt auf dem Boden, es schwimmt in allen Meeren dieser Welt. Die großen Teile und winzigen Teilchen, sie werden immer mehr. Wir finden Plastik im Bauch von Vögeln und Meerestieren. Am Ende landet es auch auf unseren eigenen Tellern. Wir wollen 5 Punkte im Wesentlichen nach vorne bringen, um zu zeigen, dass wir eine völlig andere Mentalität nach vorne bringen müssen. Also es ist diese Wegwerfmentalität, dieses einmal benutzen und wegschmeißen, was unglaubliche Probleme macht. Punkt 1, überflüssige Verpackungen soll es am besten gar nicht mehr geben. Zum Beispiel durch freiwillige Selbstverpflichtungen der Lieferanten, bei Obst und Gemüse auf Plastikfolien zu verzichten. Unterstützen will das Ministerium auch den Plan der EU, Einwegprodukte wie Plastikgeschirr komplett zu verbieten. Außerdem weniger PET, mehr Glasflaschen. Dazu soll Trinkwasser an öffentlichen Stellen animieren. Aber reicht das? Nein, sagt der Chemiker und Umweltforscher Michael Braungart. Bei den Verpackungen könnte man viel gründlicher vorgehen. Man könnte ein Pfand auf jede Verpackung haben, dann würde es sich lohnen, diese Verpackung zurückzubringen, nicht nur auf die Getränkeflaschen. Und dann könnte man aus einem Material, zum Beispiel aus PET oder aus Nylon, könnte man alle Verpackungen machen und könnte die dann zum Beispiel für Textilien später verwenden oder eben auch für Fußbodenbelege. Dann wäre ein echtes Recycling möglich. Stichwort Recycling. Damit das besser klappt, will das Ministerium finanzielle Anreize für die Hersteller schaffen. Wer für sein Produkt eine recycelte Verpackung wählt oder eine, die sich gut wiederverwerten lässt, zahlt weniger. Eine Verpackung, die nicht recycelt werden kann, macht die Lizenz dagegen teurer. Außerdem sollen Müllunternehmen weniger verbrennen und dafür mehr recyceln als bisher. Da ist nicht Recycling, das ist nur Downcycling. Die Dinge sind ja nie für Recycling gemacht. Es entstehen immer nur minderwertige Produkte. Und ob jetzt 58% minderwertige Produkte oder 76% entstehen, ist doch völlig lächerlich. Es entsteht ein Ökologismus, das dient nicht der Ökologie, es hält uns nur beschäftigt. Zum Schutz der Meere sind 50 Millionen Euro eingeplant. Das Geld soll Staaten unterstützen, aus denen viel Müll in die Meere gelangt.
auch mit dem Wissen über Systeme, die den Ländern helfen, Plastikmüll zu sammeln und zu recyceln. Neu sind die meisten Ideen aus dem Fünf-Punkte-Plan nicht, aber auch Michael Braungart findet, sie sind ein Schritt. Wir kaufen und kaufen immer neue Produkte und damit natürlich auch Verpackungen. Dabei gibt es sehr viele Produkte, die gar keine Verpackung brauchen oder zumindest nicht die, die sie haben. Wie das funktionieren kann, weniger Verpackungen zu verbrauchen, das kann man hier sehen im Fädelskrämer. Das ist ein sogenannter Unverpacktladen. Frau Brockmann, wie funktioniert ein Unverpacktladen? Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Das Prinzip ist Wiegen, Füllen, Wiegen. Okay. Der Kunde bringt im Idealfall ein Gefäß mit. Dann wird das leer gewogen. Wenn ich kein Gefäß dabei habe? Dann kann man sich eins, wir stellen natürlich Gefäße zum Kaufen. Wir haben Tüten und wir haben aber auch gespendete Gläser. Ich demonstriere das mal. Der Kunde würde sein Glas mitbringen. Es wiegt jetzt 131 Gramm. Dann würde das hier unten notiert werden. Und dann würde man mit dem Glas halt zu dem Behälter gehen. Dann kann man schon anfangen zu zapfen. Gut, was kriege ich denn hier alles? Ich sehe jede Menge Nudeln, Körner, Reis. Ja, das ist wir bieten einen Durchschnitt durch den Alltagsbedarf, Reis, Hülsenfrüchte, Nudeln, Mehle, Flocken, Nüsse. Mhm. Jetzt nehme ich mal das Glas. Ja. Haben Sie jetzt mal ein ziemlich kleines ausgesucht für so eine große... Nein, falsch. Was muss ich tun? Dann ist vielleicht besser. Genau, dann würde ich nochmal, ich würde das Glas kurz stehen lassen, einen Einfülltrichter holen. Ein Einfülltrichter. Ja. Und dann würde man einfach hingehen... und die Nudeln abfüllen. So viel, wie man möchte. Okay. Also niemand ist gezwungen, irgendeine bestimmte Menge abzunehmen. Man kann so viel nehmen, wie man braucht. Wie war das denn bei der Gründung dieses Ladens? Ich habe mir das so vorgestellt, dass Sie natürlich Firmen anschreiben und sagen, wir wollen eure Produkte haben. Ist dann nicht die Reaktion als erstes, wir verkaufen nur verpackte Ware? Wie sind Sie da zusammengekommen mit den Firmen? Ja, ich meine, die Lebensmittel kommen ja auch bei uns nicht die werden nicht in der hohlen Hand hier hingetragen, sondern sie kommen in 25 Kilo Gebinden. Es gibt Firmen, die eben sowohl große als auch kleine Gebinde für den Supermarkt anbieten und wir nehmen eben die Großgebinde ab. Wie läuft das Geschäft? Also sprich, haben Sie hier eine Stammkundschaft, die immer gerne sich die Kichererbsen oder sowas zapft? Oder sind hier auch sehr viele Schaulustige, die einfach nur mal so durchgehen? Sowohl als auch. Also wir haben viele Stammkunden, wir haben viele Studenten, viele WGs, Familien, die bewusst auf Plastik verzichten und zu uns einkaufen kommen. Jetzt kann ich hier im Unverpacktladen natürlich mir Nudeln, Reis, Bohnen, alles abfüllen, ohne eine Verpackung zu benutzen. Aber im Alltag braucht man ja immer schon so ein paar mehr Sachen. Wie alltagstauglich ist denn der ganze Laden dann? Eigentlich ziemlich alltagstauglich, weil man sich auch sowohl Putz- als auch Waschmittel abfüllen kann. Das sind Konzentrate und auch hier gilt das Prinzip Wiegen, Füllen, Wiegen. Man könnte das... Nicht auf die Nudeln, bitte. Nein, das mache ich nicht. Ich wollte es nur zeigen. Ja. Das würde man hier drunter halten und einfach den Hebel nach vorne ziehen, dann läuft das Konzentrat raus und dann wird es gewogen. Das heißt also, am Ende kann man sagen, ein fast verpackungsfreier Alltag ist möglich, Ihrer Meinung nach? Ja, ein fast verpackungsfreier Alltag ist möglich. Was ist wirklich nachhaltig? Muss alles Bio sein, Fairtrade oder schlicht weniger von allem? Weniger Verschwendung, weniger Müll? Klar ist, nachhaltig konsumieren ist im Alltag eine echte Herausforderung.